und willkommen zu Einfach Backen. Bei uns gibt es viele herzhafte und süße Rezepte, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt. Wenn ihr also kein Video verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Ich bin Fabiana und wir machen heute zusammen Quarkkeulchen. Dafür brauchen wir Mehl, Magerquark, Zucker, ein Eigelb, eine Prise Salz, Zitronenabrieb und hier habe ich schon mal Kartoffeln vorgekocht in Salzwasser und sie durch eine Kartoffelpresse gedrückt. Das könnt ihr sehr gerne auch am Vorabend machen. Und fürs Servieren später etwas Apfelmus und Puderzucker. So, für unsere Quarkkeulchen nehmen wir alle Zutaten und packen sie in eine Rührschüssel. Das ist echt ein ganz einfaches Rezept. Die Kartoffeln, das Mehl, den Quark. Dann noch den Zucker, das Eigelb, unseren Zitronenabrieb und die Prise Salz. Und dann verkneten wir das Ganze zu einem glatten Teig. Ich knete unseren Teig jetzt noch mal kurz von Hand durch und forme dann so kleine Taler, na, so groß wie meine Handinnenfläche. Sollten nicht zu dick sein und ja, so ungefähr eine Fingerbreite hoch, ein bisschen weniger. Dann wälze ich das Ganze kurz in etwas Mehl und gebe es dann in die Pfanne, bis die Quarkkeulchen schön goldbraun sind. Ihr könnt dann die Quarkkeulchen ein paar Mal wenden, damit sie von beiden Seiten schön gleichmäßig aufbacken. Das könnt ihr auch gerne öfter machen. Machen wir hier noch ein bisschen stärker. Unsere Quarkkeulchen sind fertig. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Puderzucker. Damit bestäube ich die jetzt schön. So. Also ist echt ein super schnelles Rezept. Wenn ihr tatsächlich die Kartoffeln am Vortag macht oder kocht, zubereitet, dann sind die Quarkkeulchen innerhalb von ein paar Minuten fertig. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Apfelmus. Damit esse ich die Quarkkeulchen gleich. Könnt mir aber auch tatsächlich Zimt und Zucker sehr gut vorstellen. Und wenn ihr mögt, schreibt mir gerne in die Kommentare, womit ihr die Quarkkeulchen am liebsten esst. Ich würde mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Fabiana.